Moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich fahre gerade den ID3 in der Pro-Variante mit dem 58 Kilowattstunden Akku. Das ist das Facelift-Modell. Das fahre ich für 14 Tage in meinem Alltag und werde euch in diesem Video ein bisschen darüber berichten, wie sich das Auto so geschlagen hat, was ich von dem Auto halte, aber auch was ihr von dem Auto haltet. Denn ich hoffe, mit euch drüber sprechen zu können. Ich fahre nämlich heute jetzt mal eben nach Hilden. Das ist von Bremen so 300 Kilometer entfernt zum Seat & Greet Ladepark. Da ist ja immer viel los an einem Samstag und da hoffe ich, mit euch ein bisschen über dieses Auto fachsimpeln zu können. Wird also ein sehr spannendes Video, deswegen bleibt unbedingt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Los geht's jetzt also und da auf der A1 gerade eine Vollsperrung ist, muss ich ein bisschen länger fahren als üblich. Es sind nämlich genau 342 Kilometer, sagt das Navi. Normalerweise sind es nur so 306 Kilometer von Bremen. Das heißt, ich werde einmal laden müssen unterwegs, denn der ID3 hier mit den 58 Kilowattstunden, der kommt mit 100% 318 Kilometer. Jetzt habe ich schon 1% verloren, während ich hier sitze, bin bei 99% und es steht da 317 Kilometer. Also bis Hilden werde ich es nicht ganz schaffen. Daher habe ich einen Ladestopp eingeplant. Ja, ich habe ihn eingeplant. Natürlich hat das Navi eine Ladeplanung. Und es hat mir auch einen Ladestopp eingeplant, aber an irgendeiner 150 kW-Säule entlang der Strecke bei irgendeinem Bäcker. Ja, wieder mal ein Bäcker. Das wollte ich mir nicht antun, weil 10 Kilometer vorher ist ein Ionity-Lader. Da habe ich den natürlich dann manuell ausgewählt. Und warum das Navi das nicht automatisch an Ionity plant, das ist mir jetzt nicht ganz klar. Weil ich habe nämlich eigentlich bei den Einstellungen die Ionity-Option im Navi aktiviert. Jetzt rechts abbiegen. Was für mich bedeuten würde, dass er das eigentlich favorisiert. Ich weiß es nicht. Vielleicht heißt das auch nur, dass er überhaupt Ionity mit berücksichtigt. 16% kommen wir da an. Das ist ja völlig locker, haben wir ein bisschen Puffer, das reicht. Und Ionity ist für mich dann auf jeden Fall die bessere Option zum Laden. Und dann, wenn wir dort geladen haben, fahren wir weiter bis Hilden. Und da treffe ich hoffentlich ein paar von euch und dann werden wir ein bisschen über dieses Auto sprechen. Denn nicht nur meine Meinung ist gefragt hier in diesem Video, nein, auch eure Meinung ist gefragt. Und da interessiert mich natürlich besonders, wie findet ihr das neue Facelift? Hat es sich optisch für euch deutlich verbessert? Wie ist das mit dem Innenraum, den Materialien, der ganzen Verarbeitung, Fahrwerk und natürlich wichtig das Preis-Leistungs-Verhältnis? Und das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt, wo es am meisten Diskussionen geben wird. Doch dazu später. Mehr. Bedingungen heute sind eigentlich recht ruhig. Wir haben es zwar nur 8,5 Grad draußen, also ist doch relativ frisch und es ist ein bisschen windig, aber es ist zumindest im Moment noch kein Regen angesagt. Den werde ich dann wahrscheinlich auf der Rückfahrt haben. Ich hoffe, in Hilden ist es dann noch trocken, ist auf jeden Fall vorhergesagt. Also ganz okay, würde ich mal schätzen. Verbrauchstechnisch bin ich gespannt, was der ID3 hier quasi hinlegt auf der Autobahnstrecke. Ich werde so 130 in der Spitze fahren. Also ganz normale Richtgeschwindigkeit und dann mal schauen, wie er sich so schlägt. Im Moment, jetzt bin ich ja quasi noch auf der Landstraße unterwegs, da liegen wir so bei 17 Kilowattstunden nach 5 Kilometer, so im Durchschnitt. Ja, das ist ganz okay, da kann man nicht meckern und auf der Autobahn wird es aber mit Sicherheit steigen, aber die 250 Kilometer knapp bis zum ersten Lader werden wir auf jeden Fall locker schaffen. Ist ja eigentlich erst das zweite Mal, dass ich ihn fahre. Das erste Mal war natürlich meine Reichweitenstrecke, die ich gefahren bin. Das war schon vor 2 Jahren mindestens. Das war natürlich noch das alte Modell, das Pre-Facelift. Und hier beim Facelift haben sie ja einiges geändert, unter anderem eben auch an der Karosserie, an der Front. Und dadurch soll der Luftwiderstand etwas gesunken sein. Wir liegen jetzt hier beim CW-Wert bei 0,26. Jetzt hier auf der A1 und fahren so mit dem Travel Assist. Momentan ist hier 120, deswegen ganz entspannt. Ab und zu muss man auch mal das Lenkrad bewegen. Was ist das hier für ein Auto? Das ist wie gesagt der ID3 in der Pro-Version. 58 Kilowattstunden Akku mit dem normalen Heckmotor. 150 kW, 204 PS.
Also das ganz normale Brett kostet übrigens in der Grundausstattung 39.995 Euro, also unter 40. Und da geht nochmal die Förderung runter. Also würde man sagen, naja, wenn er so 35 kostet ungefähr, dann ist das ja gar nicht mal so viel. Also ordentliches Auto. Aber da ist ja dann quasi nur der nackte Hirsch und da ist nichts drin. Ja, aber das ist natürlich nicht dieses Auto. Dieses Auto hier, was ich fahre, das hat dann eben doch ja, fast Vollausstattung. Und hier liegen wir bei einem Preis für diese Version von, haltet euch fest, 55.780 Euro. Bam! Jawohl! Also ich kann euch sagen, das ist ein ordentliches Brett und darüber reden wir heute auch in diesem Video, was eigentlich VW sich gedacht hat bei diesen Preisen. Und ob es da nicht überhaupt kein Wunder ist, dass sich möglicherweise der ID.3 nicht so gut verkauft, wie man sich das eventuell vorgestellt hat bei VW. Und vor allem, dass es in anderen Ländern diesen Wagen dann plötzlich doch deutlich billiger gibt. Zum Beispiel China, aber auch in anderen EU-Ländern. Na gut, das wird ein Thema heute und ich hoffe, ihr habt dazu auch eine ganz interessante Meinung. Bin gespannt drauf. Softwaremäßig sind wir ausgestattet mit der neuesten Version. Das ist also die 3.5 von VW. Und die läuft auch bisher eigentlich ganz gut. Wir haben das Innenraumpaket mit den zweifarbigen Sitzen, schöne Alcantara-Oberflächen. Das ist alles ganz schick gemacht hier. Und für meine Begriffe ist der Innenraum wirklich deutlich besser geworden als in der ersten Version. Fühlt sich viel, viel hochwertiger an, sieht auch viel, viel hochwertiger aus. Ja, die Displaylandschaft, das Display ist, glaube ich, größer geworden. Ist, glaube ich, jetzt dieses 12-Zoll-Display. Das ist okay, aber immer noch so ein bisschen Plastik-Fantastik und natürlich eben das nicht, dieser nicht beleuchtete Slider, den kennen wir ja schon von der alten Version, hat sich bisher nicht verbessert. Ist tagsüber okay, im Dunkeln so gut wie unbenutzbar, leider eigentlich. Und die Folientasten auf dem Lenkrad, alles gleich geblieben wie früher. Also diese Kritikpunkte, die bestehen nach wie vor. Was aber eben wirklich fantastisch läuft, ist, merke ich jetzt gerade auf der Autobahn wieder, wo wir eben gerade eine Tempo 80 Beschränkung haben, die Verkehrszeichenerkennung mit dem adaptiven Tempomat, der automatischen Geschwindigkeitsabsenkung. Das funktioniert einfach mega gut. Und so wünsche ich mir das natürlich auch in anderen Autos, speziell in meinem. Das ist nämlich ein Tesla, kennt ihr ja. Und da ist das nun Welten davon entfernt hier bei diesem ID.3. Also Software besteht eben nicht nur aus Scrollen von irgendwelchen Bildschirmen oder Aufrufen von irgendwelchen Funktionen, sondern eben auch das Drumherum, die ganzen Assistenzen. Und das macht der ID.3 einfach fantastisch. So, nach 50 Kilometer und dann auch schon länger gefahrenen 130 km/h, da ist der Verbrauch gerade bei 22 Kilowattstunden gewesen. Das ist natürlich der Hammer. Viel zu hoch und das Navi hat auch schon wieder so ein bisschen Panik bekommen und meinte so, eventuell erreichen wir diesen Ionity-Lader gar nicht. Der ist jetzt nämlich noch in 216 Kilometer Entfernung und wir haben noch 240 Kilometer angezeigte Reichweite und ich komme nur noch mit 8% an. Vorhin waren es 16, wo wir gestartet sind. Ja, das kann natürlich passieren, wenn man so viel verbraucht hier, dass dann die Reichweite irgendwie sinkt und ich nicht mal diese 250 Kilometer schaffe bis zum ersten Ladestopp. Aber gut, wir sind ja erst 53 Kilometer jetzt gefahren. Und gucken wir mal, wie es sich auf der restlichen Strecke entwickelt. Wir haben ja noch 280 vor uns. Kleiner Nachteil hier natürlich, ich habe hier die 20 Zoll Reifen drauf. Und ich habe noch gar nicht geguckt, ob das schon Winterreifen sind. Eigentlich müsste das sein, denn wir haben jetzt ja schon Anfang November. Und wenn Volkswagen mir so einen Wagen zur Verfügung stellt, dann werden sie da wohl schon Winterreifen drauf haben. Ja, dass da der Verbrauch natürlich nicht besonders optimal ist, das versteht sich dann von selbst. Hab gerade übrigens mal in der Baustelle hier geguckt, wie sich der Lane Assist verhält im Vergleich zu meinem Tesla zum Beispiel. Da bin ich nämlich erst letzte Woche die Strecke gefahren, also die gleiche Strecke bei den gleichen Baustellen und hatte dort den Autopiloten drin natürlich. Und da muss ich sagen, dass dieser Lane Assist hier mit diesen gelben Linien längst nicht so gut klargekommen ist wie der Autopilot von Tesla.
Das heißt, Spurhalteassistent hier im ID.3 ist da, was diese Baustellenlinien angeht, nicht so souverän, wie das bei mir im Tesla war. Das heißt, es gibt hier natürlich dann wieder auch Vor- und Nachteile. Geschwindigkeitserkennung etc. mega, Spurhalteassistent nicht so mega. Aber so ist das immer, ne? Irgendwas ist ja immer. Das perfekte System gibt es leider noch nicht. Vielleicht ja vom BMW. Den werde ich hoffentlich bald mal fahren, den i5. Bin gespannt drauf. Er hat hier natürlich auch das Augmented Head-Up Display und das ist richtig geil, muss ich sagen. Also das macht einen super Eindruck. Ist doch eine scharfe Optik und auch die Hinweis-Einblendungen mit den Pfeilen und den Animationen. Das ist schon richtig cool, muss ich sagen. So, wir haben die Baustellen hinter uns und die ganzen Umleitungen. Das hat uns echt jetzt viel Zeit gekostet. Verbrauch ist jetzt runtergegangen auf 20,5. Wir sind 138 Kilometer gefahren und wir haben noch 47% im Akku. Angezeigte Restreichweite 137 Kilometer. Und ich habe jetzt den Ladestopp in Mal bei Ionity eingeplant. Das ist von hier aus noch 115 Kilometer. Da haben wir also noch 20 Kilometer Rest. Wir sollen ankommen mit 7%. Ja, reicht ja eigentlich auch. Hauptsache, das stimmt dann auch. Ich habe jetzt keine Lust, noch die Geschwindigkeit zu senken oder so. Weil 130 Richtgeschwindigkeit sollte man schon fahren können. Jetzt hat es leider angefangen zu nieseln. Ist natürlich wieder ein bisschen doof. Aber vielleicht hört das ja noch auf. Und dann schauen wir mal, ob wir die nächsten 120 Kilometer dann noch so schaffen. Das wären dann knapp 250 Kilometer, die wir gefahren wären mit dem Akku hier. Und dann bei 7 oder 6%, die wir da ankommen, ist das fast eine Punktlandung. So, wir haben jetzt hier 10 Minuten gestanden, von 16% auf 42% geladen und fahren jetzt weiter. Es war, wie gesagt, nicht Ionity, sondern has to be, klingt ja fast so ähnlich. Auf jeden Fall hat das zu Ionity nicht geklappt mit der Reichweite, weil sie dann doch schneller sank, als ich gedacht habe. Wir sind mit 208 Kilometer hier angekommen und hatten noch 16%. Und bis zur Ionity-Ladestation hätten es noch irgendwie, waren es noch 30 oder 40 Kilometer und die hätten wir nicht geschafft. Ja, da musste ich dann früher raus. Das hat das Navi natürlich auch eingeplant dann automatisch und dadurch, dass es hier 4 Ladepunkte gab mit je 180 kW, war das auch völlig in Ordnung. Da ich ja sowieso nur 120 kriege in der Spitze, ist das okay. Ich hatte auch nur nicht mal diese 120. Ich hatte dann irgendwie 85 kW. Aber trotzdem nur 10 Minuten gestanden. Und jetzt haben wir noch 115 Kilometer vor uns. Und angezeigt wird jetzt hier 159 Kilometer Reichweite. Das wird natürlich wieder ein bisschen schrumpfen, wenn ich weiter 130 fahre. Aber sollte eigentlich reichen. Ein bisschen traurig bin ich und enttäuscht, dass der Wagen doch nur so wenig Reichweite hatte jetzt und so viel verbraucht hat. Über 21 Kilowattstunden im Durchschnitt. Ja, 130 gefahren. Wir hatten auch noch ein bisschen Regen zwischendurch. Wir hatten sehr viel Gegenwind und es ist jetzt irgendwie 12 Grad. Also kühl. Und das sind eben keine idealen Bedingungen für so ein ID.3. Gerade auch bei der Geschwindigkeit. Da merkt man schon, je schneller man fährt, da steigt einfach der Luftwiderstand und die Reichweite schrumpft. So, ich bin jetzt in Hilden angekommen, hatte irgendwie noch 8% drin, hatte dann am Ende unter 20 Kilowattstunden und ich stehe jetzt hier mit dem Frank. Hallo, hallo Frank. Hallo Jens. Wir gehen mal hier hin, weil ihr könnt jetzt sehen, wo das Auto lädt. Es lädt nämlich am Supercharger. Das wollte ich mal ausprobieren und tatsächlich, es funktioniert einwandfrei.
Und Frank kam gleich auf mich zu und hat sich den Wagen angeguckt. Und was fährst du privat? Ich fahre jetzt privat einen MG ZS. Also die Luxury-Ausführung mit dem 68er Akku, genau. Und der Vollausstattung. Du hast den, glaube ich, auch mal getestet. Ich habe ihn auch mal getestet, ja. Genau. Bin da eigentlich recht zufrieden und fahre den jetzt seit knapp ein Dreivierteljahr, so Anfang 22. Und du kamst da gleich interessiert an hier zum ID3 und hast ihn dir angeguckt. So, wie findest du ihn jetzt denn, sag mal so, von außen? Außen hat er sich auch ein bisschen geändert. Also von außen ist er für mich ein bisschen stylischer, also ein bisschen gefälliger, nicht so weich gezeichnet wie der erste. Also ist ein bisschen kantiger auch vorne. Fällt mir vom ersten Eindruck besser, obwohl ich jetzt kein VW-Fan bin, muss ich dazu sagen. Aber da hat er ein bisschen optischen Schritt gemacht, eine leichtere Tusche, sagen wir mal. Also ich finde, er sieht jetzt ein bisschen näher am Neo, so wie die Studie mal war, falls du dich daran erinnerst. Ich kenne die Studie, ja. Die fand ich nämlich gar nicht schlecht und habe mir gedacht, Mensch, wenn VW den so auf die Straße bringt, ist das ein richtig schickes Auto. Leider hat der ID3 da ein bisschen verloren in der ersten Version. Mhm. Ich finde, hier ist er wieder näher dran. Mhm. Auch die Farbe finde ich ganz schön. Es ist so ein grün, NATO-Oliv, keine Ahnung, wie man die beschreiben soll, Metallic. Mhm. Kostet natürlich Aufpreis. Ja, wie hoch ist der, weißt du das? Ich glaube 780 oder 980, also zwischen 700 und 900, aber okay. So auf den Euro genau weiß ich es nicht. Also nicht die 2000 Euro oder so, sondern es ist noch moderat. Ja. Farbe ist ja immer Geschmackssache. Farbe ist Geschmackssache. Aber besser als dieses Grau. Jetzt fängt es natürlich an zu regnen. Wir gehen mal hier rein. Wir gucken uns den Wagen mal von innen an, weil da haben wir auch drüber gesprochen. Wenn du den jetzt so von innen so anschaust, der hat ja doch auch da deutlich gewonnen zur ersten Version. Ne? Es ist nicht mehr so viel Hartplastik, es ist viel unterschäumt. Wir haben hier schönes Alcantara. Hier ist zwar immer noch Klavierlack. Ja. Ja, da hast du immer noch natürlich deine Abdrücke. Ansonsten hast du zumindest mal den ersten Eindruck, auch so von der Haptik, die du so täglich bedienst, hast du eigentlich erstmal einen wesentlich besseren Eindruck als vorher. Ja. Auch der gesamte Armaturenbrettbereich, da merkst du schon deutlichen Unterschied, insbesondere natürlich jetzt mit dem großen Bildschirm. Ich bin ja jetzt hergekommen und musste einen Ladestopp machen, weil die 335 Kilometer, die das jetzt waren von Bremen, hat er nicht geschafft. Das dachte ich mir, weil was du geschrieben hattest, 300 Kilometer, habe ich gedacht, der macht auf jeden Fall. Ich hatte es gehofft, weil ich dachte, er wäre jetzt auch effizienter geworden als der alte. Das konnte ich jetzt heute nicht so beobachten. Er hat aber auch tatsächlich 19 Zöller drauf und Winterreifen. Ich hatte jetzt gedacht 20 Zöller, weil im Datenblatt, was ich bekommen habe mit dem Auto, steht 20 Zoll. Aber ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, nee, es sind 19 Zoll Felgen. Mhm. Aber Winterreifen. Und von daher, der Verbrauch war in der Spitze 22 Kilowattstunden bei Tempo 130. 130 da, wo es ging? Da, wo es ging. Und ich bin dann am Ende hier die letzten 50 Kilometer nur noch 80 gefahren, weil auch der Verkehr so dicht war. Und dann bin ich jetzt unter 20 gekommen. Ja, aber 22 bei den Temperaturen mit 130 im Schnitt ist eigentlich ein Verbrauch, der ist eigentlich jetzt normal. Und dann hängst du an der Akkugröße. Ja, klar. Die Akkugröße ist halt die Krux. Und Ladeleistung beim Laden war auch nicht so der Hit. Also ich bin unter 100 kW gewesen, hatte 85. Wenn du mich jetzt fragst, wie der Wagen fährt, würde ich sagen, erste Sahne. Also das Fahrwerk ist wirklich sehr, sehr gut. Mhm. Die Assistenzsysteme sind sehr, sehr gut. Hier Travel Assist, Verkehrszeichenerkennung, Geschwindigkeitsregelung, Zucker. Windgeräusche? Null. Aber ich muss sagen, ich habe mir den Wagen heute Morgen nochmal konfiguriert, so wie ich ihn mindestens haben möchte. Da ist jetzt nicht alles drin. Also Panoramaglasdach habe ich zum Beispiel weggelassen. Ich habe auch das ganz große Innenraumpaket weggelassen. Und da komme ich dann so auf 47,8. Da liegen wir dann in deiner Range. Das ist dann so die Ausstattung, die ich so gerne hätte. Ja, super. Das war der Frank. Danke dir für deine Meinung. Du hast übrigens auch einen YouTube-Kanal. Sag nochmal für meine Zuschauer. Ein kleiner Hobby-YouTuber. Professor E. Mit Unterstrich oder ein Wort? Oder? Einfach findet man, wenn man einfach alles Professor klar. E eingibt. Ja. Aber das ist mehr so der Hobby-Kanal. Ich mache das nicht ganz so professionell wie du. Aber könntest ja mal eingeben. Ich habe es tatsächlich auch noch nicht gesehen. Und da mache ich mal was, wenn ich wieder Zeit und Lust dazu habe. Alles Aber klar. War schön, dich getroffen zu haben, mal so einen Austausch. Ja, danke Frank. Genau. So, ich habe jetzt den Wagen vollgeladen am Supercharger, bin bei 99%, habe kurz eine Pizza gegessen und neben mir steht jetzt Timo. Und wer bist du? Tom und Timo, super. Und du hast auch schon ID3 gefahren? Das war mein erstes E-Auto. Ich hatte den damals im 3-Monats-Abo, das war relativ günstig damals noch, und habe dann danach auf Volvo gewechselt. Okay, Stichwort günstig. Ich meine, du weißt ja, das ist ja das Facelift jetzt hier. Ja, ja. Und weißt du, was der kostet? Ja, ich würde jetzt mal schätzen. Also ich hatte den damals in dieser Vollausstattung, in dieser Max-Ausstattung. Ich glaube, da war der vielleicht bei 45 oder 50, ich weiß gar nicht genau. Hat aber den 58er Akku? Genau, ich hatte den mit dem kleinen Akku, genau, ja. Das ist der ja auch, hat auch den kleinen Akku. Genau, habe ich gesehen, genau, ja. Die Pro-Version.
Genau. Und die beginnt ja bei 39.995. Okay. Ich meine, ich kenne das ja von früher noch mit dem Plastikwüste. Das ist natürlich hier schon... Ja, das okay. ist alles viel besser geworden. Ne, da greift der ehemalige ID3-Fahrer sofort an die Stellen, die halt damals so... Ja, das ist natürlich schon was anderes. Ne? Das sieht schon besser aus. Das Display ist auch größer geworden. Genau, das Display ist größer. Der ganze Innenraum fühlt sich viel besser an, muss ich sagen. Das stimmt. Ja, was ich am schönsten finde eigentlich, ist die Front. Also ich fand das immer furchtbar mit diesen blöden Dingern hier unten drin. Die sind natürlich total blöde sauber zu machen, wenn man dann gerade schnell fährt. Das die ganzen Fliegen da drin. Finde ich, sieht jetzt viel cleaner aus und dass dieser furchtbare schwarze Hubbel weg ist. Ne? Muss halt auch ein Auto sein, was halt auch auf der Langstrecke für eine Familie funktioniert. Ich meine, so groß, so viel Platz nimmt er jetzt hier nicht weg. Aber der wächst ja noch, ne? Genau, der wächst ja noch. Hoffe ich zumindest. Genau, ne? Den gelben da hinten haben wir als Firmenwagen. Den Peugeot. Genau. 208. Genau. Also wir sind voll elektrisch zu Hause unterwegs. Die Hardware ist gut, Fahrwerk ist super, Windgeräusche so gut wie nicht vorhanden, absolut. Ist total leise. Absolut, Spaltmaße ja. sind extrem genau alles, die ganze Verarbeitung ist top. Ja. Sogar die Assistenzsysteme sind ausgezeichnet. Das war für mich einer der herausstechenden Faktoren beim ID3, um ehrlich zu sein. Also wenn ich was Gutes über das Auto sagen konnte, dann war es immer, der fährt total ruhig und die Assistenzsysteme funktionieren super. Ne? Also da habe ich mit dem Volvo von den Assistenzsystemen mehr Probleme. Ja, ich will von Peugeot gar nicht reden. Ich meine, ja, das ist lächerlich. Ne? Ich bin auch schon mal gefahren. Das ist albern. Also, aber ganz ehrlich, also da scheint er wirklich. Ne? Da gibt es halt andere Sachen, die der ID3 nicht so gut kann. Und das größte Problem ist der Preis. Also ganz klar. Ich meine, mittlerweile ist man da ja wirklich nicht irgendwie auf ein paar Hersteller fixiert, sondern mittlerweile gibt es ja wirklich Auswahl. Und das ist halt das Problem von VW. Ne? Wir haben jetzt Autos wie bei die Dolphin, der Citroën EC3. Genau. Das sind Autos, die erschwinglich sind. Ja. Ja, Timo, ich danke dir, dass du deine Meinung gesagt hast. Ja, gerne. War eine gute Heimreise. Danke. So, wir fahren jetzt nach Hause. Wir haben schön gegessen, schöne Gespräche geführt. Der Wagen ist voll, 100% wird angezeigt, 343 Kilometer Reichweite. Da wissen wir ja schon, dass das nicht stimmt, leider. Wenn es so wäre, würde ich durchkommen ohne Laden. Das werde ich wieder nicht schaffen. Momentan wird kein Ladestopp angezeigt, aber entlang der Route wird dann irgendwann einer dazukommen. Das heißt, jetzt haben wir noch ein paar Stunden Fahrt vor uns, wahrscheinlich so drei. Ups, fahren wir mal bei NIO vorbei. Und dann sind wir wieder zu Hause. Und dann war das doch eine sehr interessante Tour mit dem ID3. Jetzt zweite rechts abbiegen und sofort den folgenden Kreis. Das Fahren mit dem Auto macht ja echt sehr, sehr viel Spaß. Das kann man wirklich sagen. Denn vom Fahrgefühl her, Spritzigkeit, es ist echt astrein hier. Und der Wagen ist so schön leise. Und das Fahrwerk ist so angenehm, Sitze bequem, also da gibt es überhaupt nichts, nichts zu meckern. So, dann wird es also Zeit für ein Fazit. Nach genau 642 Kilometern waren wir wieder zu Hause und hatten am Ende doch einen Durchschnittsverbrauch von nur 19,6 Kilowattstunden. Wir hatten aber wirklich ganz mieses Wetter. Es hat durchgeschüttet unterwegs. Aber immerhin, wir hatten dann keinen Gegenwind mehr, sondern leichten Rückenwind, was dann den Verbrauch wieder reduziert hat. Und mit den 19,6 Kilowattstunden, ja, da kann man doch eigentlich ganz gut leben. Liebe Leute, bevor wir jetzt gleich zum Fazit vom ID3 kommen, habe ich noch eine brandheiße Rabattaktion für euch. Ihr bekommt nämlich ganze 10% Rabatt auf alles bei Shop for Tesla in der Black Week ab heute, 17.11. Das geht bis zum 27.11. Außerdem findet ihr dort noch in einer speziellen Black Friday-Kategorie weitere heiße Deals, auf die ihr zusätzlich zu den dort schon guten Preisen auch nochmal die 10% Rabatt bekommt. Shop for Tesla spendet auch nämlich an die SOS-Kinderdörfer, gerade jetzt vor Weihnachten, eine gute Aktion, nämlich 1 Euro für alles, was ihr bestellt, bis 149 Euro. Ab 150 Euro spenden die 5 Euro und ab 300 Euro Bestellwert sogar 10 Euro an die SOS Kinderdörfer. Und damit das auch alles noch rechtzeitig vor Weihnachten bei den SOS Kinderdörfern ankommt, spendet Shop for Tesla jetzt sofort 4.000 Euro. Das ist doch mal eine Aktion, die kann ich einfach nur unterstützen. Deswegen mein heißer Tipp, 10% Rabattcode Shop for Tesla.
So, wir sind also längst wieder zu Hause angekommen. Ich bin jetzt über eine Woche mit dem Wagen rumgefahren, habe alle meine täglichen Besorgungen mit dem Auto absolviert und kann wirklich sagen, jetzt wo ich den Wagen bald wieder zurückgeben muss, ja, ich steige hier schweren Herzens wieder aus dem Auto aus, weil er fährt sich einfach brillant. Ich kann nur sagen, gerade auch das Fahrwerk, das ganze Fahrverhalten in der Stadt, die Wendigkeit mit diesem doch relativ kompakten Auto, auch mit dem ganzen Wendekreis und so, das ist alles mega gut und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wenn ich jetzt gerade auch das Stichwort Fahrwerk nochmal mit unserem Model Y vergleiche, dann ist das hier einfach Sänfte. Es ist seidig, weich, also weich im positiven Sinne. Und doch super abgestimmt im Vergleich zum Model Y, wo es doch recht bretthart ist, gefällt mir das eigentlich persönlich besser. Und wenn ich eins hier mitnehmen müsste aus dem Auto in den Tesla, dann wäre es ganz klar das Fahrwerk. Ja, das kann VW einfach überhaupt. Mechanisch Autos bauen, Blech biegen, das ist die Stärke der deutschen Automobilhersteller. Ja, was nicht so die Stärke ist, ist halt Software. Wobei die Version 3.5, die hier drin ist, ist auch mittlerweile in einem Niveau, wo man sagen kann, damit kann man echt gut leben. Ich hatte keinen einzigen Absturz, was das erste Mal ist, seitdem ich VWs teste. Es ist jetzt nicht spitzenmäßig, es ist auch nicht wahnsinnig schnell. Es gibt immer noch, wie gesagt, ein paar Probleme mit der Geschwindigkeit beim Aufrufen von dem einen oder anderen Screen. Das Navigationssystem ist gut, gerade auch die Ladeplanung ist mir auf der Fahrt nach Hilden besonders positiv aufgefallen. Also es wird ja wirklich super geplant, wann ich wo laden soll und umgeplant, wenn die Reichweite nicht ausreicht. Das ist alles tippitoppi. Da können sich manche andere Autos auch noch mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, ich hatte ja auf der Fahrt nach Hilden gesagt, Software ist eben nicht nur hier das Infotainment-System, sondern Software ist auch Spurhalteassistent, die ganzen Assistenzsysteme, Travel Assist und so weiter, Verkehrszeichenerkennung. Das hatte ich ja doch sehr, sehr hoch gelobt. Muss aber sagen, dass man das doch ein bisschen relativieren muss, denn gerade auf der Rückfahrt, wo ich eben im Dunkeln nach Hause gefahren bin von Hilden, da konnte ich dann auch nicht mehr filmen, weil das Licht zu schlecht war und es hat ja auch sehr viel geregnet noch zwischendurch. Da ist mir doch einiges passiert, wovon ich euch jetzt hier mal kurz erzählen kann. Gerade auch im Vergleich jetzt mit meinem Tesla oder unserem Tesla Model Y, wo viele Leute auch sagen, ja, die Tesla-Assistenzsysteme, die waren vor 5 Jahren vielleicht mal gut. Mittlerweile haben doch fast alle Hersteller sie überholt. Dieses Gefühl am Anfang hatte ich bei VW auch, aber jetzt bei dieser längeren Tour muss ich sagen, im Prinzip tun die beiden Systeme sich überhaupt nichts. Denn zum Beispiel Phantombremsung. Ja, bei unserem Tesla Model Y haben wir ab und zu mal Phantombremsungen, nicht nachvollziehbar. Da denkt er einfach, die Geschwindigkeit muss dringend mal reduziert werden. Und genau das hatte ich hier mit dem ID.3 auch. Ich fuhr 120 und er hat mindestens 2 Mal unterwegs auf der Rücktour einfach so die Geschwindigkeit brachial auf 80 runter geregelt, weil er im Tacho hier ein Verkehrsschild gesehen haben will, wo aber gar keins war. Also ein 80er-Schild und dann senkt er natürlich die Geschwindigkeit und dann ging man mal eben in die Eisen auf der Autobahn. Das war ehrlich gesagt gar nicht so lustig. Zweites Phänomen, Spurhalteassistent. Ja, bei Regen und Dunkelheit, er war fast 50% der Strecke auf der Rücktour ausgestiegen, weil er einfach sagte, das ist mir zu schlechtes Wetter, ich kann da nichts erkennen. Obwohl ich jetzt die Linien super gut sehen konnte, aber die Software konnte sie nicht erkennen, die Kameras oder womit auch immer er die erkennt. Keine Chance. Ich musste im Prinzip 50% der Zeit dann doch selber lenken. Spurhalteassistent, auch der Tempomat war ausgefallen. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr, wenn ihr ein ID.3 oder einen anderen ID fahrt, auch solche Phänomene habt. Stichwort Phantombremsung, Stichwort Aussteigen des Travel Assists bei schlechtem Wetter. Oder ob das bei mir jetzt hier ein Einzel-Sonderfall war, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Denn der Wagen hat schließlich auch die neueste Software drauf. Und wie gesagt, es lief alles ziemlich gut, ohne Probleme. Und dieses Phänomen, das hat mich dann doch irgendwie überrascht. Und so richtig verstehe ich VW auch nicht, dass die ihre Preispolitik nicht vielleicht mal ein bisschen überdenken. Denn wenn dieser Wagen ein bisschen günstiger wäre, sagen wir mal 5.000 bis 8.000 Euro günstiger, dann wäre das ein echter Renner. Also der ist so gut, mit das Beste in dem Segment, was ich bis jetzt gefahren bin, auch vom ganzen Gefühl her. Nur der Preis, das ist eine große Hürde und ich glaube, das ist auch der Grund, weswegen die Absätze bei VW nicht in der Region liegen, wo sie sie gerne hätten. Und der Hebel, den sie da haben, ist einfach auch der Preis.
da darf man gespannt sein, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Zumal, ich weiß nicht, ob ihr die Meldung auch schon mal gehört habt, in den letzten Tagen gab es so das ein oder andere Video auch auf YouTube zum Thema Rohstoffpreise für E-Auto-Batterien. Stichwort Lithiumpreise, Nickel etc. Die sind nämlich alle am Fallen. Und es gibt auch von Goldman Sachs eine Studie, eine neue, die prognostiziert, und sie haben bis jetzt bei den Prognosen für die Zukunft immer relativ gut gelegen, die prognostizieren, dass die Rohstoffpreise für E-Auto-Akkus in den nächsten 3, 4, 5 Jahren um bis zu 40% fallen werden. Das bedeutet, die Akkus könnten bis zu 40% günstiger sein. Also bleibt doch zu hoffen, dass dadurch auch die Verkaufspreise von den entsprechenden Autos sinken werden. Ob die Hersteller das weitergeben oder ob sie einfach ihre Marge weiter aufpolieren, das muss man abwarten. Ich würde es mir wünschen, weil der Wagen hier ist einfach mega gut und wird einfach oft zu Unrecht verkannt. Ja, das waren meine 14 Tage mit dem VW ID.3 Facelift. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir unbedingt einen Daumen nach oben. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos sind immer kostenlos, aber niemals umsonst, denn da bekommt ihr spannende Informationen. Also sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.